So, nach über einer Woche wirklich richtig miesem Wetter mit viel Regen und Kälte ist es jetzt soweit. Jetzt wird wieder geflogen wie verrückt. Inzwischen sind die Völker auch dementsprechend entwickelt. Ja, dann werden wir heute mal Honigräume hochpacken. Also von unten nach oben. Und einen Baurahmen reingeben. Und dann kann es endlich losgehen, die Honigsammelei oder Nektarsammelei. So, dann schauen wir mal, was Volk Nummer 1 sagt. Smoker läuft wie verrückt. Muss euch heute mal handgeführt mitnehmen. So. Kleines bisschen Rauch rein. So. Schauen wir mal. Ich werde jetzt die Futtertasche rausnehmen, werde dort den Baurahmen hinmachen. Hier habe ich noch eine Futterwabe in Deutsch normal, die wird noch rausgenommen. Und dann packe ich den Honigraum, der ist jetzt hier unten drunter noch. Den packe ich jetzt nach oben, mache ein Absperrgitter drauf und dann läuft das wie geschnitten Brot hier. So, jetzt haben wir das mal schnell umsortiert. Jetzt haben wir hier Sheet, Brutwabe. Brunnenrahmen, Brutwabe. Die habe ich noch dazugegeben, da war noch ein Futterrähmchen drin und das nächste Sheet. Die Sheete, die lasse ich erstmal drin. Wir werden sehen, wie lange die benötigt werden. Ja, das rücken wir alles nochmal richtig auf. Gut, hier fliegen die Drohnen rum wie verrückt. So, jetzt nehme ich den Brutraum von hier unten nach hier oben, mache zuvor ein Absperrgitter drauf, gehe mal ein bisschen Rauch zum Beruhigen. So. Jetzt sortiere ich das schnell um. So, jetzt habe ich die Zangen getauscht. Wie ihr seht, ist der Honigraum quasi so wie geplant von Anfang an wird er gut angenommen, ohne dass ich eine Brutwabe nach oben hängen muss. Ich habe jetzt hier außen Streifen und hier ist ein Brutblock, also kein Brutblock, ein Block mit ausgebauten Waben drin. Genau. Gut, jetzt werden wir schauen, wie das Wetter wird und was sich so ergibt. Das mache ich jetzt noch mit den restlichen Völkern, außer mit dem hier. Mit meinem Schwächling, den lasse ich in Ruhe, da gibt es keine Frühtracht. Aber den Rest werde ich jetzt auch so umgestalten.